Hallo allerseits und herzlich willkommen zurück in einer Welt, in der Berührung verboten sind. Wir erinnern uns nochmal ganz schnell, worum es in der Palace-Reihe ging. Es gab sogenannte Magdalenen, also Menschen, die durch Hautkontakt die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen von anderen Menschen sehen, lesen, spüren können und diese manipulieren können. Rhea ist eine solche Magdalene und war ja im ersten Teil unfreiwillig als Bodyguard für den Kronprinzen an den königlichen Hof gekommen, ein sehr gefährlicher Ort für jemanden, der vom System dermaßen geächtet wird. Die beiden haben sich verliebt, zusammen eine Revolution angezettelt und ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Nachdem Rhea am Ende des dritten Bandes ja in den Rücken geschossen wurde, stellte sich erstmal die Frage, geht es überhaupt weiter? Hat Rhea das überlebt? Da es ein Band 4 gibt, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ja, es geht weiter. Rhea hat das Ganze überlebt und unverhofft kommen Rhea und Robin zu der Chance, König und Königin von England zu werden. Und damit eröffnen sich ihnen natürlich auch gestalterisch einige Möglichkeiten. Die beiden überlegen sich, dass sie gerne ein anderes politisches System einführen wollen, dass sie eben mehr Freiheit für die Magdalenen haben wollen und auch grundsätzlich für alle Menschen. Es geht in dem Buch also zum einen darum, wie dieser Wandel aufgenommen wird, wie der überhaupt umgesetzt werden soll, wie sich die Beziehungen zwischen den Menschen verändern, wie es eben weitergeht. Nachdem wir jetzt auf die Revolution zugesteuert waren, muss ja danach irgendwas kommen und genau darum geht es in dem Buch. Mir hat das Buch insgesamt sehr gut gefallen. Es gab Punkte, die fand ich nicht so toll und es gab Punkte, die haben mir aber wieder sehr gut gefallen. Was ich gut fand, es war sehr, sehr einfach, wieder in dieses Buch reinzukommen. Ich hatte das Gefühl, dass die Hilfestellungen, die einem dabei helfen sollten, schnell wieder reinzukommen und zu checken, okay, das ist die Person und das ist die Person und so hing das nochmal alles zusammen. Die fand ich manchmal ein kleines bisschen sehr offensichtlich für meinen Geschmack, was ich sehr schade finde eigentlich, auch wenn sie natürlich unheimlich hilfreich sind. Ich fand es fantastisch, dass sich Christine in ihrem Buch so viel mit dem Thema mentaler Gesundheit und zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandergesetzt hat. Also schon aus den anderen Bänden war die Wichtigkeit des Themas mentaler Gesundheit ja schon mal angeschnitten worden, aber hier in dem Buch wird da sehr, sehr bewusst drauf eingegangen. Auch die Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen wird ganz klar thematisiert. Und ich finde, dass das einfach sehr wichtig ist. Menschen haben eine Belastungsgrenze und irgendwann können sie nicht mehr. Das wird in diesem Buch deutlich. Es wird auch als Problem wirklich aktiv behandelt. Und das hat mir eben sehr gut gefallen. Es geht auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Rhea und ihrer Mutter zum Beispiel, die ja immer mal wieder, also die ja früher die Familie verlassen hat und auch sich jetzt einmischt in eine Art und Weise, die Rhea eher schadet. Es geht darum, wie die Freunde untereinander damit klarkommen, dass jetzt eben diese Revolution mehr oder weniger erfolgreich war. Und was ich richtig lustig fand, ich kenne ja jetzt nur mal ein paar von den Personen, die bei der Entstehung dieses Buches wahrscheinlich einen gewissen Einfluss gehabt haben, was ich daraus herleite, dass ich entweder weiß, dass Christine mit denen viel Zeit verbringt oder dass sie namentlich erwähnt werden. Und ich war ja auf dem Rückweg vom Probenwochenende, als ich dieses Buch gelesen habe, am Probenwochenende, bei dem Christine Regie führt für das Stück Trials and Cressida. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass mich der Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe sehr an die Shakespeare Company erinnert hat. Das fand ich jetzt persönlich ganz cool, wenn man sich ansonsten echt die Frage stellt, wie können so viele, teilweise sehr unterschiedliche Leute, einen so engen Zusammenhalt haben. Aber wenn man das einfach in echt mal erlebt hat, mit natürlich anderen Figuren, und ich will jetzt nicht sagen, die Person entspricht der oder so, also dem und den Menschen, dann versteht man das wesentlich besser. Den Erzählstil fand ich bei vielen Figuren recht ähnlich. Das fand ich schade. Ich hatte das Gefühl, das war in den anderen Büchern ein bisschen anders. Grundsätzlich ist ja eben so dieser Gedanke, okay, es geht jetzt nach einer Revolution weiter, sehr gut, finde ich sehr wichtig, dass man sich damit auch beschäftigt. Wieso, weshalb, warum sich jetzt für eine Republik entschieden wurde und nicht für eine andere Staatsform, wurde nicht so richtig begründet. Was ich schade finde, angesichts der Tatsache, dass Christine einen Master in Politik hat, weiß ich, dass sie vom politischen System Ahnung haben muss. Irgendwann haben wir das im Studium mal durchgenommen. Und da hätte ich mir einfach eine ausführlichere Begründung irgendwie gewünscht. Ich meine, man hätte sich auch für ganz andere Sachen entscheiden können. Ansonsten gibt es eine sehr, sehr bewusste Öffnung am Ende des Buches für einen fünften oder gar noch mehr Teile. Das wirft natürlich nochmal sehr, sehr viele Fragen auf, wie es denn jetzt weitergeht. Ich bin gespannt, wie das werden soll. Angesichts der Tatsache, dass hier das Band jetzt endgültig so gestaltet ist,
dass man es eigentlich nicht mehr zur Seite hin öffnen kann, was ja beim dritten Band durchaus mit ein bisschen Tricksereien auch der Fall war. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann eine neue Reihe wird, ob das jetzt einfach so stehen gelassen wird. Ich muss Christine mal fragen bei Gelegenheit, wenn ich sie sehe, wie sie sich das denn jetzt so denkt. Fürs Erste kann ich euch diese Frage nicht beantworten. Der Band ist wesentlich dünner als die anderen Palace-Teile das waren. Das fällt auch auf. Ich hatte oft das Gefühl, dass sehr viel Zeit relativ schnell behandelt wird, abgehandelt wird, teilweise auch übersprungen wird. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hatte ich das Gefühl, dass die anderen Teile in den zeitlichen Abläufen ein bisschen detaillierter waren, was mir sehr gut gefallen hat, einfach weil ich die Welt gerne mag und man dann eher das Gefühl hatte, auch weiter im Fluss der Geschichte zu bleiben und nichts zu verpassen. Ja, ansonsten gibt es am Ende so ein paar Fragen, die ich mir dann so gestellt habe, darüber, wie das jetzt weitergeht. Die kann ich euch jetzt hier leider nicht so richtig sagen, aber man fragt sich dann schon manchmal, okay, warum handeln die Personen jetzt? Wie soll das jetzt so weitergehen? Ich hoffe, dass es einen fünften Teil geben wird, der diese Fragen beantwortet, weil das sonst teilweise ein bisschen unbefriedigend wäre. Insgesamt kriegt das Buch von mir einen sehr guten silbernen Bücherengel, weil es einfach sich mit dem Thema mentaler Gesundheit und zwischenmenschlicher Beziehung beschäftigt, sich sehr gut beschäftigt, darauf eingeht, wie wichtig das auch ist, das überhaupt zu thematisieren, das ernst zu nehmen und es halt nicht einfach nur so abzutun. Selbst Aufgabe bis zur Selbstzerstörung und halt die Hilfe von anderen wird auch klar thematisiert. Das finde ich sehr, sehr gut. Erzählerisch fand ich, war das halt manchmal nicht ganz so überzeugend wie jetzt zum Beispiel der allererste Teil, den fand ich richtig, richtig stark, oder auch den dritten fand ich fantastisch. Ja, grundsätzlich ist es aber wieder ein sehr solides Buch, es ist ein tolles Buch. Ich habe mich sehr gefreut, es zu lesen, es hat mir wieder auch Vorfreude geweckt auf weitere potenzielle Teile oder eben auf weitere schriftliche Projekte von Christine. Ich bin mal sehr gespannt, ob und wenn ja, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, dass ich euch jetzt bei aller Kritik aber für dieses Buch begeistern konnte. Also versteht mich nicht falsch, das, was ich hier kritisiere, ist definitiv Meckern auf hohem Niveau. Das ist wieder ein toller Band, es ist eine tolle Fortsetzung. Ich hätte mir bloß in manchen Dingen einfach mehr Klarheit oder noch mehr Details gewünscht und manchmal ein bisschen weniger offensichtliche Hilfestellungen zum Wiederreinkommen. So habe ich das zumindest empfunden. Ich hoffe, dass euch die Rezension jetzt soweit gefallen hat. Dass das für euch hilfreich war und natürlich, dass ich nicht allzu viel gespoilert habe. In diesem Sinne, bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.